Hallo Leute, da bin ich wieder. Und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Der Generalanzeiger Bonn hat 2, als auch der Westdeutsche Zeitung eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Also insgesamt 3 Meldungen. Und weil ich mir die nicht alleine antun kann, werde ich euch wieder mit reinziehen müssen. Link zu den 3 Artikeln gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erst gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort einen Abo raushauen würdet, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr euch meine Comics dann nochmal anschauen könnt, als auch der Link zu meinem Twitter Kanal, wo natürlich Kurznachrichten in Hülle und Fülle zu lesen gibt. Und diese Meldung trägt den Titel Stiefvater schießt auf 11-Jährigen 4 Jahre Haft. Ja, und fangen wir mit der ersten Quelle an. Also die erste Meldung der ersten Quelle natürlich. Von der Generalanzeiger Bonn. Fangen wir dann drumherum. Los geht's. Kleiner Funfact. Lese dauert zwar 4 Minuten, aber wir von Kanal Autismus machen das wesentlich länger. Los geht's. Bockeroth. Der Prozess um die Schüsse auf einen 11-Jährigen in Bockeroth nimmt eine unerwartete Wendung. Am neuesten Dienst belastet den 33-jährigen Stiefvater schwer. Außerdem soll die Mutter des Kindes ein Beweismittel gefälscht haben. Ja, dann hoffen wir, dass die Mutter des Kindes auch mit hinter Gitter muss. Weiter geht's. Die Justiz zieht das Netz um den nach Schüssen auf den 11-jährigen Jungen angeklagten Stiefvater des Kindes offenbar immer enger. Der Junge war am 8. April 2021 in Bockeroth durch Projektile eines Luftdruckgewehrs schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen vor, der Täter zu sein. Angeklagt ist er wegen schwerer Misshandlung eines Schutzbefohlenen, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes durch Unterlassen, weil er wissend, dass das Kind verletzt ist, nicht Golf haben soll. Völlig zu Recht, ne? Und laut dem Titel, den ich dem Video gegeben habe, hatte diese 4 Jahre Haft wirklich verdient. Weiter geht's. Für die 8. große Strafkammer des Bonner Landgerichts, vor der sich der Angeklagte seit 2 Monaten verantworten muss, scheint bereits nach einem Gutachten des Landeskriminalamtes festzustehen, dass die 3 Schüsse auf den Jungen aus der Waffe des Haustechnikers abgegeben worden sind. In der Verhandlung am Mittwoch kam ein weiteres Indiz hinzu. Die Ehefrau des Angeklagten und leibliche Mutter des Kindes hatte der Polizei am 14. April, wenige Tage nach der Tat, eine Rechnung über den Kauf des Gewehrs plus eine Dose von 500 Rundkopfprojektilen, sogenannten Diabolos, übergeben. Zu der Zeit stand der Ehemann noch nicht mal unter Verdacht. Mutter des Jungen könnte Beweisstücke gefälscht haben. Könnte. Stand da nicht voll was anderes? Finden wir es heraus. Die Kammer überprüfte nun die Rechnung beim Lieferanten, der ihr postwendend eine Kopie schickte. Mit einem überraschenden Ergebnis. Denn in der Originalaufstellung war neben der Waffe und der Dose mit 500 Rundkopfprojektile auch der Versand von 400 sogenannter Spitzkopf-Diabolos vermerkt. Just 2 solche Projektile waren nach der Tat aus dem Körper des 11-Jährigen operiert worden. Das könnte bedeuten, so bemerkte der über diesen Beweis sicherlich angefasste Pflichtverteidiger Uwe Krechel, dass die Frau seines Mandanten der Polizei eine manipulierte Rechnung ausgerechnet haben könnte. Mehr wolle er dazu beim nächsten Verhandlungstag sagen. Ja, und das werden wir bestimmt auch zu lesen kriegen, denke ich mir mal, ne? Weiter geht's. Gestand der Angeklagte die Tat gegenüber seinem Verteidiger? Und noch eine Wende gab es in diesem Indizienprozess voller Überraschung. Der vom Angeklagten zwischenzeitlich verpflichtete Wahlverteidiger hat sein Mandat nach nur 2 Verhandlungstagen niedergelegt. Der Jurist soll dem Staatsanwalt vor der Tür des Landgerichts erzählt haben, sein Klient habe ihm gegenüber die Tat gestanden. Sollte das stimmen, wäre das ein sogenannter Parteiverrat und damit strafbar, wenn der Anwalt wissen, das ihm anvertraut wurde, weitergegeben hat.
In einem solchen Fall droht nach § 356 der Strafprozessordnung eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis 5 Jahren. Ein Vermerk über das Gespräch hat der Anklagevertreter bei der Kammer hinterlegt. Tja, das heißt, da muss wahrscheinlich der Anwalt, der ihn halt vertreten hat, auch hinter Gittern sitzen. Wenn das stimmen sollte. Wissen wir weiter. Die Tat am 8. April vergangenen Jahres hatte nicht nur im Königswinterer Stadtteil Buckeroth für Aufsehen gesorgt. Der Junge war am Mittag vom Stiefvater zum Spielen geschickt worden und Stunden später von Geschwistern und Freunden heimgebracht worden, weil er offenbar Schmerzen hatte. Er war von 3 Schüssen eher einen Streifschuss getroffen worden. Die Verletzungen wurden aber erst bemerkt, als er beim Abendessen zusammensackte und ins Krankenhaus kam. Das Kind ist ein Autist und kann zu dem Fall nicht selbst befragt werden, weil er schon nicht sprechen und sich nur durch Gesten mitteilen kann. Am Freitag auf die Kammer den Fall endlich abschließen zu können. Wegen Erkrankung eines Prozessbeteiligten war es wiederholt zu Verschiebungen in dem Verfahren gekommen. So, das war die erste Meldung von Generalanzeiger Bonn. Die zweite folgt natürlich in Kürze. Und jetzt kommen wir zur einzigen Meldung der Westdeutschen Zeitung, wo es natürlich dementsprechend heißt, Stiefvater schießt auf 11-Jährigen 4 Jahre Haft. Also fuck will auch da nicht lange drumrum, los geht's. Nach Schüssen auf einen 11-Jährigen hat das Bonner Landgericht am Freitag dessen Stiefvater aus Königswinter zu 4 Jahren Haft verurteilt. Völlig zu Recht. Endlich mal Gerechtigkeit. Und das nächste, was nach 4 Jahren abgesetzt werden muss, ist natürlich mein aktuelles Handy. Weil ist ja bald soweit. Da muss ich nochmal gucken wegen Android, aber ist jetzt auch nicht das Thema. Weiter geht's. Der 33-jährige Haustechniker habe sich wegen schwerer Misshandlung eines Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung schuldig gemacht, hieß es. Ach nee. Und was mit Versuchen Mordes? Durch Unterlassen? Hat er sich da unschuldig gemacht? Also nee, du. Kann man sich nicht ausdenken. Weiter geht's. Der ursprüngliche Vorwurf eines versuchten Mordes durch Unterlassen wurde hingegen fallen gelassen. Tada! Da der Angeklagte später den Rettungswagen gerufen habe, als es dem Kind erkennbar schlecht gegangen sei, sei es zu einem Rücktritt vom Versuch gekommen. Rücktritt vom Versuch? Also doch versuchten Mordes durch Unterlassen. Oder auch unterlassene Hilfeleistung. Ist ja auch vollkommen irrelevant jetzt. Der Typ ist zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Und er wird auch dort auch so lange bleiben. Hoffe ich zumindest. Kommt nicht mit Bewährung. Da bin ich richtig sauer. Weiter geht's. Die Richter haben laut Urteil keinen Zweifel, dass der Stiefvater am 8. April 2021 bei Schießübungen in seinem Keller den Jungen mit 3 Schüssen aus einer Luftdruckwaffe getroffen und schwer verletzt hatte. 2 Projektile waren tief in den Körper des Kindes eingedrungen, ein drittes war ein Streifschuss. Dennoch hatte der Stiefvater den Jungen, der Autist ist und sich nicht verständlich machen kann, anschließend zum Spielen mit anderen Kindern nach draußen geschickt. Als der 11-Jährige 2 Stunden später blutend heimkehrte, ging es ihm so schlecht, dass er notoperiert werden musste. Erst in der Klinik waren die akut lebensbedrohlichen Einschüsse entdeckt worden. Kann man sich echt nicht ausdenken, ne? Was solche Dullis mit Autisten machen. Beziehungsweise diesen Dulli. Weiter geht's. Zentrales Beweismittel für die Verurteilung in dem Indizienprozess war ein Gutachten des Landeskriminalamtes, das die beim Angeklagten gefundene Langwaffe mit Knicklauf eindeutig als die Tatwaffe bestimmt hat. Der Verteidiger indes zweifelte in seinem Plädoyer das ballistische Gutachten erneut an. Zudem habe der Angeklagte, der bis zum Schluss die Waffe bestritten hat, kein Motiv, sein Stiefsohn, zu dem er ein herzliches Verhältnis habe, so massiv zu verletzen. Der Verteidiger hatte Freispruch gefordert. Tja, Freispruch.
Für was denn? Nur weil er seinen autistischen Stiefsohn fast umgebracht hat? Will man das damit andeuten? Ich krieg gleich neutrale Stimmung. Weiter geht's. Der Staatsanwaltschaft hingegen beschrieb die Tat als besonders niederträchtig und warf der gesamten Familie des Angeklagten, vor allem der Mutter vor, ihr geistig behindertes Kind, das sich nicht habe wehren können, nicht geschützt zu haben. Also, ich sehe Autismus nicht als Behinderung an, sondern als eine Art zu sein. Nur mal so als kleine Nachhilfe für die Nachrichtenquelle, ne? Weiter geht's. Der Ankläger hatte 7 Jahre Haft gefordert. Der Vertreter der Nebenklage, der den 11-Jährigen vertritt, bezeichnete die Tat als zutiefst verwerflich. Dennoch lebt der Junge wieder zu Hause, nachdem er zwischenzeitlich vom Jugendamt der Familie entzogen worden war. Also, er wäre bei einer Familie, die aus 2 autistischen Elternteilen besteht, also aus 2 Autisten, wäre er viel glücklicher und besser aufgehoben. Meine Meinung. Doch von denen gibt es nicht so viele. Völlig irrelevant, ob es Mann, Frau, Mann, Mann oder Frau, Frau ist. Obwohl bei Frau, Frau in Sachen Autismus eher am seltensten. Aber ist jetzt auch jetzt nicht relevant, Leute. Er wäre definitiv bei autistischen Eltern eindeutig besser aufgehoben als bei einer Umgebung, wo er halt erschossen bzw. getötet werden können. Aber jetzt kommen wir zur zweiten Meldung der ersten Quelle, nämlich von Generalanzeiger Bonn. Los geht's. Vor rund einem Jahr ist ein 11-jähriger Bockerot durch Schüsse schwer verletzt worden. Nun hat das Landgericht Bonn den Stiefvater des Jungen zu einer 4-jährigen Haftstrafe verurteilt. Wie gesagt, völlig zu Recht. Muss ich mich nicht dauernd wiederholen. Weiter geht's. Für das Bonner Jugendschwurgericht gab es am Ende keinerlei Zweifel. Es war der Stiefvater, der am 8. April vergangenen Jahres in Bockeroth 3-mal mit einem Luftgewehr auf seinen damals 11 Jahre alten Stiefsohn geschossen und ihn schwer verletzt hat. Wegen Misshandlung eines Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung wurde der Hausmeister, 33, gestern zu 4 Jahren Haft verurteilt. Vom 3. Anklagevorwurf eines Mordversuchs durch Unterlassen einer Hilfeleistung wurde er freigesprochen, weil er einen Rettungswagen gerufen und den Jungen in die Kinderklinik St. Augustin hätte bringen lassen. Tja, und selber konnte er nichts machen, ne? Aber trotzdem Freispruch kriegen dafür? Was ist mit unserem Rechtsstaat wieder los? Ich verstehe das nicht. Aber lesen wir weiter, komm. Er dazu: Ich weiß nicht, ich habe auf meinen Sohn nicht geschossen, hatte der Angeklagte in seinem letzten Wort beteuert. Natürlich hast du auf deinen Sohn geschossen, du Dulli. Oh. Ich könnte neutrale Stimmung kriegen, deswegen, wisst ihr das? Lesen wir weiter, komm. Doch die Kammer glaubte dem Mann am Ende eines 4-monatigen, manchmal überraschend turbulenten Indizienprozesses nicht, in dem unter anderem versucht worden sei, durch zahlreiche von Beteiligten oder Nichtbeteiligten des Verfahrens geschickte E-Mails Einfluss auf das Gericht auszuüben. Ja, nennt man Falschaussage, ne? Das war schon sehr besonders, sagte Vorsitzender Richter Volker Kunkel, der auch betonte: Wir lassen uns nicht beeinflussen, wir haben uns auf die Sache konzentriert. Ja, und manipulieren schon mal gar nicht. Weil das, was dieser dullihafte Stiefvater, ne, versucht hier vor Gerichte sich irgendwie freizukaufen mit irgendwelchen E-Mails von unbeteiligten Personen, ne, also das geht ja schon mal wirklich gar nicht und ist dreist. Kann man sich nicht ausdenken. Lesen wir weiter. Und die sah so aus. Am Mittag des 8. April 2021 fuhr die Mutter des 11-Jährigen mit ihrem Vater zu einem Impftermin nach Bonn. Ihr Mann kümmerte sich um die insgesamt 4 Kinder der Familie. Der Älteste, das spätere Opfer,
bedarf der besonderen Fürsorge. Er ist schwerhörig, in der Entwicklung stark zurückgeblieben und auf dem Stand eines Dreijährigen. Er kann sich nur durch Gesten verständlich machen. Der Angeklagte versorgte an dem Tag zunächst den Jüngsten, ein Jahr alt, schickte dann zwei Geschwister nach draußen, während der behinderte Sohn in seinem Zimmer mit Auto spielte. Zwischen etwa 14 und 16:30 Uhr, so die Überzeugung der Richter, schoss der Angeklagte dreimal mit einem Luftgewehr, das er im September 2020 gekauft hatte, gezielt und von vorn auf die linke Brustkorbseite des Elfjährigen. Gab er die Schüsse draußen oder im Haus ab? Die Kammer traf dazu keine Feststellung. Staatsanwalt Martin Kriebisch ist sich sicher, dass der 33-Jährige im Haus die Waffe angelegt hatte. Hätte er außerhalb geschossen, wäre das in dem Dorf bemerkt worden, glaubt der Ankläger, nachdem er sich den vor Ort umgesehen hatte. Kriebisch nannte die Tat widerwärtig und sadistisch und forderte, wie auch Nebenklagevertreter Michael W. Staffel, 7 Jahre Haft. Er war vom Familiengericht des Amtsgerichts Königswinter als Nebenkläger im Namen des Kindes entsandt worden. Tja, und aus 7 Jahren geforderter Haft ist daraus 4 Jahre Haft geworden. Hoffentlich wurde da Revision eingelegt. Macht es jetzt nicht kaputt. Weiter geht's. Das Opfer hatte schwere innere Verletzungen erlitten und wurde am Abend in der Uniklinik notoperiert. Die Ärzte holten dabei 2 Projektile aus dem Körper, sogenannte Spitzkopf-Diabolos, heraus. Das dritte war ein Streifschuss. Ja, ein Streifschuss. Weiter geht's, komm. Da es für den Vorfall keinen Zeugen gab und der Junge nicht sprechen kann, gab das ballistische Gutachten des Landeskriminalamts den Ausschlag für das Urteil. Der Sachverständige hat für das Gericht glaubhaft nachgewiesen, dass aus dem Luftdruckgewehr des Hausmeisters geschossen worden ist. Verteidiger Uwe Krechel zweifelte die Expertise jedoch an, weil es, anders als etwa bei Untersuchungen von Schüssen aus einer Pistole, keine vergleichbaren Gutachten gäbe. Deswegen fehle diesem die Signifikanz. Krechel plädierte auf Freispruch. Nicht zuletzt, weil es für die Tat kein Motiv gibt. Es sei ein liebender Vater. Warum soll er seinem Sohn so etwas antun? Aber es ist doch schon eindeutig bewiesen, dass er auf seinen Sohn geschossen hat. Warum jetzt zum Schluss beim letzten Wort einfach rumlügen? Weiter geht's. Der Junge lebt inzwischen in einem Heim. Der Staatsanwaltschaft kündigte Ermittlungen gegen Angehörige der Familie wegen möglicher Falschaussagen an. Sie hätten alles getan, um den Angeklagten zu entlassen, hätten sich aber nicht schützend vor das Kind gestellt. Ich würde jetzt beten. Ich bete, dass der Junge zu autistischen Elternteilen kommt. Da wäre er am sichersten und könnte sich frei entfalten. Im Gegensatz zu den neurotypischen Dulli-Eltern, die halt nichts für ihren Jungen getan haben. Aber wirklich gar nichts. Die hätten den Jungen beschützen können, haben sie aber nicht getan. Deswegen bin ich der Meinung, dass dieser Junge bei autistischen Eltern 100%ig oder ich sag mal 1000%ig besser aufgehoben wäre. Ganz einfach. Weiter geht's. Hier eine Umfrage. Ne? Wie groß ist Ihr Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat? Ich sage, gar kein Vertrauen. Natürlich gebe ich mein Geburtsdatum ein. Natürlich. Ja. Mist. So 16,1% davon. Die meisten haben eher groß hier getippt, also fast ein Drittel. Und jetzt zum Info über das Gewehr, aus der geschossen wurde. Die Tatwaffe, ein Luftdruckgewehr der Marke Diana, hatte der Angeklagte im September 2020 zusammen mit Spitzkopf- und Rundkopfprojektilen, sogenannten Diabolos, gekauft. Das Gewehr hat einen Knicklauf und muss nach jeder Schussabgabe neu geladen werden. Es wurde in einem Schrank im Keller des Wohnhauses aufbewahrt. Der Schlüssel lag auf dem Schrank, die Kellertür war abgeschlossen. In dem Raum machte der Angeklagte mit einem Freund auch Schießübungen auf Kerzen. Das Gericht hat am Freitag Gewehr und Munition eingezogen. Schießübungen auf Kerzen.
Wie auf dem Jahrmarkt oder was? Oder auf dem Kirmes? Weiter geht's, komm. Überlegung des Verteidigers, möglicherweise sei bei Zielübung auf eine Zielscheibe aus Versehen auf das Kind geschossen worden, teilt das Gericht mit. Ja, was soll ich dazu noch sagen, Leute? Also ich persönlich habe kein Vertrauen auf den Rechtsstaat und 4 Jahre sind mir einfach zu wenig. Da wäre 7 Jahre viel besser für den Dulli-Vater gewesen. Oder was meint ihr dazu zu dem Urteil? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns morgen wieder dann mit einer hoffentlich besseren Meldung. Und ich würde mal sagen, ciao Leute.